Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Ja, ich habe es mal wieder fast versaut, also Gottlob nur fast, aber es hat echt so viel dran gefehlt. Und ihr seid ja hier und ich möchte euch einfach an meinen Erlebnissen so ein bisschen teilhaben lassen. Ja, ich habe mich einem Vermarktungsunternehmen angeschlossen, um die YouTube-Videos anders zu vermarkten. Warum macht man sowas? Bin ja auch ohne groß geworden, ist ja nicht das große Drama. Aber wir haben natürlich ein Unternehmen hier mit ein paar Mitarbeitern und da ist es ganz gut, wenn man so als Unternehmer, man sagt das jetzt mal nicht aus YouTuber-Sicht, sondern aus unternehmerischer Sicht, sein Unternehmen so auf sichere Beine stellt. Und dann ist es gut, wenn man einen starken Partner zur Seite hat, der sich um die Videovermarktung, der sich um die Placements und dergleichen kümmert, weil wir hatten in der Vergangenheit schon Ausfälle von Placements und von Placements in Höhe von knapp 100.000 Euro, war, Frau? Also die man dann teilweise richtig wieder einklagen musste und mit einem riesen Drama. Und das kannst du natürlich dir nicht erlauben, wenn du deine Mitarbeiter noch bezahlen musst und selber irgendwie rumkommen musst. Und da habe ich gesagt, irgendwann so schnauze voll davon, wir suchen uns so ein Vermarktungsunternehmen. Das haben wir getan und haben uns da, ich sage auch nicht, wer es ist, weil die Jungs da und die Mädels da alle super nett sind und einen guten Job machen, aber sind damit trotzdem auf die Fresse gefallen. Ich hatte vor einigen Tagen auch mal dazu aufgerufen, meinen Zweitkanal zu abonnieren, weil der nicht von diesem Vermarktungsunternehmen betroffen ist. Das Problem war, dass wir bei gleichbleibenden Aufrufen nur noch ein Viertel bis ein Drittel irgendwo in der Größenordnung der Einnahmen hatten. So, und das ist natürlich für uns eine Katastrophe, weil ich kann ja jetzt nicht sagen, so, ja, wer von euch, von meinen Mitarbeitern, nimmt jetzt ein Viertel oder die Hälfte bloß noch von mir halt. Du musst dann irgendwann dahin gehen und sagen, so, wir müssen hier irgendwo ans Personal ran. Das macht natürlich ja keinen Sinn. Und wir hatten schon vorher Gespräche gehabt und ja, wir haben uns in die Zahlen angeguckt und da sah halt also vergleichbar mit allen anderen irgendwo ähnlich aus, aber trotzdem war dieser Haken da. Ich blende euch den mal hier irgendwo im Video mal als Bild ein. Ja, und dann habe ich gesagt, pass auf, wir haben, das ist der Drama daran, man hat da ewig lange Kündigungsfristen und ich hätte erstmal ein halbes Jahr irgendwie dabei sein müssen, um das erste Mal zu kündigen, aber ein halbes Jahr mit einem Viertel Einnahmen, könnt ihr euch vorstellen, ganz großer Mist. Also ein halbes Jahr mit einem halben Einnahmen, sage ich, oh, kriegen wir noch durch, aber ein halbes Jahr mit einem Viertel Einnahmen, da wird's bitter. Also habe ich da gekündigt und wir waren uns eigentlich einig, dass das auch geht. Und ich hatte, das war so der zweite Drama, hatte ich den Eindruck, dass es plötzlich doch nicht mehr geht. Und ich hatte den Eindruck, so jetzt wirst du hier verarscht. Und habe deshalb auf Facebook diesen Aufruf gemacht und auf Instagram den Zweitkanal zu folgen. Da kamen die Ersten und sagten, schöne Promo für den Zweitkanal. Ich sage, naja, Promo für den 22.000, Kanal mit 22.000 Abonnenten. Hätte ich lieber ein Messer-Promo gemacht, hätte ich mehr von ihr gehabt. Und war der Sinn, weshalb ich da den Zweitkanal, weil der davon nicht betroffen ist, um auf den dann auszuweichen, um dann auf dem die Videos hochzuladen. Der hat zwar weniger Abonnenten, aber die Community ist ja das Schöne, was ich auch daraus gelernt habe, dass die Community nicht an irgendeinem Kanal hängt oder irgendwas, sondern irgendwo an der Person und am Inhalt. Und wo der letztendlich ausgespielt wird, ist ja fast zweitrangig. Deshalb der Zweitkanal, der wird jetzt auch, mein Vorsatz für nächstes Jahr, der wird wieder belebt. Da sind jetzt noch wieder neue Videos drauf, kommen auch wieder neue Videos. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, der ist einfach Klaus. Ja, den Eindruck, den ich da hatte, der war falsch. Muss ich so sagen, also da war ich wieder Sturm im Wasserglas, war ich wieder klein aufgescheuchte Hühnchen und dachte, oh, Katastrophe, die Welt bricht unter, wir müssen jetzt hier aktiv werden, was doch richtig ist. Weil da hängt zu viel dran, um es einfach so liegen zu lassen. Jetzt hat sich die Situation entspannt, also die Kündigung wurde akzeptiert. Ich habe wieder meine eigene Vermarktung drauf. Die Umsätze normalisieren sich wieder und das ist die gute Nachricht, also das geht wie ihr wohnt weiter, das ist mir sehr schön, weil das wäre natürlich ein Riesenakt geworden, das auf den Zweitkanal halt umzumünzen, das für ein halbes Jahr und dann da wieder neu zu fangen, also wäre ziemlich doof gewesen. Jetzt schöne, frohe Botschaft für euch, für mich und da hat vielleicht auch so die, ich bin mir jetzt sicher, dass ich das öffentlich gemacht habe, dass da Drama ist, hat sicherlich da auch zu beigetragen, die Entscheidungen so fallen zu lassen, wie sie fallen wurden. Da vielen Dank an diejenigen, die werden zugucken, dass sie sich so kulant gezeigt haben. Die hätten es nicht machen müssen. Ja, Vertrag ist Vertrag. Schwarz-Weiß steht schwarz und weiß, aber ich hätte einfach für das Geld, was darin kam, einfach keine Videos produzieren können. Das hätte nicht funktioniert. Da hätte ich meine Altersvorsorge auflösen müssen, um da irgendwie durchzuziehen. Dem ist jetzt Gottlob nicht so. Und nächstes Mal gibt es wieder Fleisch, Feuer, Flamme. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr alle mit dabei seid, dass ihr das so unterstützt. Und ja, so sieht man, dass man Entscheidungen, die man erstmal aus der richtigen Motivation trifft, auch falsch stellen können, wenn alles nach richtig aussieht. Weil viele andere, die also bei diesem Vermarktungsunternehmen sind,
Also ich habe mir natürlich vorher die Referenzen angeguckt, sind da sehr zufrieden und da passt das alles 100%. Nur bei mir muss irgendwo im Hintergrund bei Google, bei YouTube, wir wissen nicht, wo irgendwo einen Haken gesetzt haben und keine Ahnung. Also wir haben uns das halt angeguckt, wir haben uns so tief in die Augen geguckt, da ist keiner beschissen worden. Irgendwo ist im Hintergrund irgendwas passiert, was keiner von uns deuten konnte. Von daher war das die einzige Möglichkeit, das auch da zu beenden. Und ja, das gehört auch dazu. Also vielen Dank an euch, vielen Dank an die Kollegen da draußen. Das ist nicht meine Art, sowas zu machen, aber meine Art ist auch sowas, wenn man was beendet, also in dem Fall da die Zusammenarbeit, was die Kanalvermarktung angeht, das mit der Gradlinigkeit zu tun, wie man sowas begonnen hat. Und ja, aber hier geht's weiter. Also hier beenden wir nichts. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für jeder, der eine Mitgliedschaft auf diesem Kanal hat. Vielen Dank für jedes Abo, für jeden View, für jedes Gewürz, für jedes Messer, für jeden German Ofen, für jeden Einkauf bei Beef Bandits. Also ohne euch wäre das halt nicht möglich. Und ich freue mich sehr auf 2024, dass wir den Trouble, den wir jetzt im letzten Quartal hatten, dass im ersten das ein bisschen ruhiger startet. Videos sind vorproduziert, all wird gut. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut, ich denke, ihr wisst jetzt Bescheid. Wenn Fragen sind, einfach runterschreiben. Wie gesagt, nicht fragen, wer das war. Das hat alle für mich so nicht funktioniert. Da können die nichts für, deshalb nenne ich da keine Namen. Ich möchte da nicht böse nachtreten, weil das wirklich nur eine Einzelerfahrung ist. Und wenn ich so ins Global reingucke, scheint es aber global zu funktionieren. Von daher, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.